Willkommen zurück zu einer neuen verstrahlten Folge. Maneater, freut mich, dass du da draußen wieder komplett verstrahlt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Strahlemänner und Strahlegirls, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir mampfen uns hier weiter durch die Meereswelt. Und wenn ihr da draußen die Fressorgie ein wenig unterstützen wollt, ein paar Robbenbabys kloppen, dann einfach nur eine klitzekleine Bewertung da lassen. Oh ja, so schnell geht das. So, hier runtergewürgt. Kann man hier irgendwo hin? Ach, es ist hell. Wow, nee, doch nicht. Naja, so ein bisschen. Irgendwie wird es hier nie so richtig hell. Aber ich glaube, das ist jetzt schon hell. So, schauen wir mal rein. Wir haben hier etwas. Wir haben hier etwas. Was ist das hier? Ich will es rausfinden. Gehen wir hin. Gehen wir doch einfach mal hin. Wahrscheinlich wieder irgend so ein kleines süßes Schild. Was machen die hier? Yoga? Guck mal, ich lasse euch in Ruhe. Ich bin so nett. Ich lasse euch in Ruhe. Weil ich nur das da oben haben will. Davon gibt es 10 Stück. Oh mein Gott, it's a shark. Ja, so sieht's aus. Da guckst du blöd. Robben geben so schön viel Fett. Köstliches Robbenfett. Was ist das denn hier? Weißer elektrischer Hai? Einfach so aus dem Nothing? Oi. Uff. Was? Achtung. Godzilla. Boah, das ist geil, ne? Und Godzilla. Alter, wie stark ist denn der Angriff? Ein weiterer Feind der Freiheit wurde gestürzt. Ein weiterer Feind der Freiheit wurde vernichtet. Uff, der Angriff ist ja ultra böse. Okay, wir sind schon hardcore stark, ne? So, hier ist eine Mission. Was müssen wir hier tun? Kekse und die Marine. Okay, also einfach alles töten. Der Hai hat Probleme damit, das illuministische Netz an Lügengeschichten und Unwahrheiten zu entwirren. Alter, wie wir die runterwürgen. Die außerirdischen Oberherren schlagen aus Angst davor, entdeckt zu werden, zurück. Verdammte Aliens! Okay, warte. Und Armageddon! Oh mein Gott, das ist ja unglaublich OP. Wusch. Und... Alter, selbst den Heli da oben treffe ich. Okay, das ist der ultimative Move. Okay, hier treffe ich irgendwie den Heli nicht. Aber jetzt müsste ich eigentlich so, ne, Flächenschaden. Flächenschaden to the max. Eieieiei. Alter, wie schnell habe ich hier Punkte mir verdient? Sexy. 6 Stück. Friss See, Leute. Friss Seelen. Guck mal, der hier will wegschwimmen. Nicht heute, Kumpel. Du bist ein kleiner Nom-Nom. Viele glauben, dass die Insekten vor 300.000 Jahren die Menschen erschaffen haben, um das Gold der Erde abzubauen. Aber das ist absurd. Sie interessieren sich eindeutig mehr für unsere Kupferreserven. Klar, natürlich. Die brauchen für ihre Satelliteneinheiten und ihre Kommunikationsnetzwerke natürlich jede Menge Kupfer. Das ist super wichtig. Boah, ich glaube, ich hole mir direkt in den nächsten Gulli. Weil die müssen wir alle machen. Die müssen wir alle machen. Yes! Achtung, ich bin ready. Godzilla ist back im Move. Ey, das ist so ultimativ. Ist das Ding schon kaputt oder bist du, treffen wir das nicht mehr? Jetzt. Boom. Achtung. Boom. Alter, wie viel Damage dieser Move hier macht. Keine Energie mehr. Schade. Es lief so verdammt gut. Wow, wow, wow. Zack. Es macht so Freude, hier irgendwie alles zu zerlegen. I don't know why, but this game is mucho fantastico. Boah, Alter, der Torpedo.
Yo, jetzt kommt die hier mal wieder hier mit dem Thunderboat. Hulk Hogan lässt grüßen. Ulti ist noch nicht bereit. Ey, die Dinger sind auch voll die Tanks. So, jetzt bin ich drauf. Ja, jetzt bin ich drauf. Ich glaube, wenn wir das hier zerlegen, dann kommt der Chef. Ich brauch Essen. Jetzt mal runter hier. Oh, nicht mehr viel, Freunde. Nicht mehr viel. Verroppen. Na, wo bleibt er denn? Ulti ist wieder ready. Achtung, hier ist ein schöner Taucher. Elite-Taucher. Sehr gut. Boah, der Heli da oben gibt mir auch ganz schön auf den Pinsel. Leute. Die Massenfestnahmen der Roten Liste im Verschwörerstil haben begonnen. Yes. Wo bleibt er denn jetzt hier? Wie viel fehlt denn hier noch? Ich will meine Ulti halt jetzt nicht einsetzen, weil wenn der gleich kommt, dann fetze ich ihn richtig schön weg. Ne, da passiert nichts. Müssen wir die Story erst weiter spielen oder sowas? Nö, da kommt nichts. Also vielleicht müssen wir erst ein bisschen die Story weiterbringen. Ey, wie böse wir aussehen, ne? Der Hai interessiert sich für den Transformator. Ich wollte ihn eigentlich schleudern, Hai. So kann ich ihn leider nicht treffen. Ich muss irgendjemanden schnappen. Irgendjemand oder irgendetwas. Alter, jetzt geh mal weg hier, Heli. Wir können diese Hubschrauber sehen. Aber was ist mit all den taktischen Tarnwaffen, die wir nicht sehen können? So, jetzt gib mir hier bitte einen Dude. Schieß doch da oben hin. Die dunkle Bruderschaft wird ihren globalen Staatsstreich mit allen Mitteln durchführen, die sie für notwendig hält. Ey, komm schon. Er visiert das Ding da oben nicht an. Großdruiden, hohe Priesterin. Jocelyn Saint-Denis. Na endlich. Geht doch. Aber trotzdem visiert er den da oben nicht an. So, bereit für Terror? Dann let's go. Uff. Uff. Treffe ich gerade wieder nicht, ne? Nee, er schießt leider nicht so hoch. Er schießt leider nicht so hoch. Mann, die Missionen hier sind ganz schön übel. Ich bin auch zu klein. Er hat direkt hier ein U-Boot zerlegt. Ah, hier, zack. Geht doch. Ich brauche einen kleinen Snack. Boah, Alter, was für ein Gemetzel. Boah, das Ding hält noch super viel aus. Am besten wieder die Ulti laden und dann hoffen, dass man sie einmal trifft. Oder die droppen ein paar Bomben, die ich draufwerfen kann. Ey, das gibt's doch nicht. Die Schwarmkönigin. Essen, essen, essen. Ganz dringend essen. Seemann. Dankeschön. Oh, Alter, Torpedos ohne Ende. So, ich bin wieder bereit. Ich heile mich noch ein bisschen hoch hier mit Robben. Leckere Taucher. Lass mal das Boot hier wegholen. Dieser Einsatz verstößt eindeutig gegen die Verfassung. Komm schon, komm schon, komm schon.
Alter, die Ulti ist aber auch schnell wieder leer. Sie füllt sich aber auch wieder gut auf, aber ich wieder oben nicht. Das alles passt in die erschreckenden Endzeit-Szenarien, die in alten Prophezeiungen offenbart wurden. Ich mach den Flip. Let's do the flip. Muss einfach runterziehen. Ja, genau so. Jetzt geht er schön kaputt. Das haben wir gleich. Komm schon. Hält nichts mehr aus. Alter, wir zerfleischen hier alles. Los! Ja! Seahawk. Oh, der hat noch die Hälfte sogar. Alter, ist das Ding stabil. Okay, mal wieder hier so ein paar Elite-Dudes holen. Ulti ist bereit. Diesen Seemann ja! Sollte man nicht hassen. Oh, der war gut. War nur ein weiteres Werk Schallexplosion. Der Internationalisten des östlichen Establishments. Okay, kann ich mit meinem Move auch... Eigentlich müsste es gehen, oder? Dass ich das da hinten treffe. Oh, so. Ich brauch dich mal hier zum Schleudern. Komm mal her. Jetzt... Ah, Mist. Hier treffe ich ihn wieder nicht. Es visiert ja alles da oben an. Ich glaub's nicht. Am besten, ich hol mir meine Ulti. Am besten, ich hol mir meine Ulti, mach mich strong. Alter, wie lange bleibt denn der Torpedo hier an mir kleben? Ich hol mir so eine kleine Schildkröte, das ist schon perfekt für die Ulti. Oh, komm. Ja. Jetzt warten wir mal, bis sich hier wieder alle beruhigen. Er schwimmt direkt in mich rein. Na gut, da machst du nix, ne? Wenn die direkt in dich reinschwimmen, da machst du nix. Ich will das da oben treffen. Warum? Warum ist es so unmöglich, das zu treffen? Jetzt. Weil der visiert hier alles... Oh, der visiert alles Mögliche an und nicht das, was er soll. Na hier, ich will nach oben visieren, aber macht's einfach nicht. Ja, macht's einfach nicht. So komme ich irgendwie nicht ran. Jetzt. Ja. Endlich. Nochmal. Na also, geht doch, meine Güte. Macht, Spiel abgeschlossen. Dieser Transformator muss das heimtückische Projekt Bluebeam der NASA mit Energie versorgt haben. Aber woher wusste das der Hai? Tja, der Hai hat so seine Quellen. Bin hochintelligent. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal wieder ein bisschen upgraden. Hier. So. Ich würde ganz gerne mich hier nochmal verbessern. Yes. Ist das Maximum? Ja. Das war schon Maximum. Ja, der Skin ist nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Er ist nicht schlecht, aber irgendwie... I want more. Wo geht's denn als nächstes hin? Hier drüben hin. Komm zur Sache. Verfolge die fliehende Kreatur. Schwimme durch die Ringe. Nope. Nothing. No.
Ich hätte in der Höhle bleiben sollen. No visual yet. Wir gehen an Land. Na also, geht doch. Are we sure we're at the right location? Die Explosion erregte ungewollte Aufmerksamkeit. Der patriotische Fisch muss schnell sein, um nicht gefangen zu werden. Der patriotische Fisch. Beeilen, da unbefugter Zutritt auf militärischem Gelände mit einer 6-monatigen Haftstrafe geahndet werden kann. Alter, was jagen wir da hinten? Bitte einen Kraken, bitte einen Kraken. Das wäre so episch. Mir fehlt der Kraken. Wow, Landgang. Ja. Die NWO verfolgt beharrlich das fliehende Raubtier. Okay, irgendeine Superkreatur, die einen atomaren Streifen hinter sich lässt. Wird hier gerade von uns gejagt und verfolgt. Ich habe keinen so gerissenen Fisch mehr gesehen, seit Babe Winkleman versucht hat, diesen Hecht im Nordwesten von Ontario zu fangen. Oh, oh, was ist das? Glitchy Doodle. Na, wenn man schon mal hier ist, ne? 5 von 10. Oh, Finale. Nein! Oh! Das Geruchszentrum des Hais registriert den süßen Geruch der Freiheit. Erstmal wieder Robben schmatzen. Erstmal wieder schön hier ein paar Robben schlecken. Jetzt sehen wir, was die NWO verheimlicht hat. Insider haben seinen Namen bestätigt. Moloch. Diese aquatische Biowaffe wurde entwickelt, um Virenpartikel zu versprühen. Eine hochwirksame Mischung aus Ebola, Milzbrand und Lassa-Fieber. In wenigen Wochen wird sie sich von Port Clovis aus in der ganzen Welt ausbreiten. Dann wird die Pharmaindustrie verkünden, dass sie einen Impfstoff entwickelt hat. Der Preis? Jedes Land muss sich der Insektoidenbruderschaft unterwerfen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie ihren Plan umsetzen können. Oh, snap. Nicht gut, Mann, nicht gut. Alles erschreckend realistisch. Nom, 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 zerreiß ihn, du, zerreiß ihn. Aber was war da jetzt für eine Kreatur drin? Was war da drin? Achtung! Ja, das ist heftig. Boah, hier der Godzilla Beam. Der weiße Hai geriet garantiert in die Fänge des mexikanischen Konsulats. Was ist hier alles unter Wasser? Schaut mir hier jede Menge Bomben. Oh, ich muss wieder Seeleute naschen. Erneut. Ah, nee. Lass gut sein, Großer, lass gut sein. Hm, hier gibt's die Seeleute. Naschleute nenne ich die. Einfach stehen bleiben. Aber ich habe Grund zu der Annahme, dass ich von der pakistanischen Regierung ausspioniert werde. Das ist sehr beunruhigend. Oh, wie sie aber auch direkt mit der Kavallerie kommen. Ich habe meine eigenen technische Überwachungsgegenmaßnahmen durchgeführt und noch keine Bugs, versteckte Kameras oder GPS-Tracker gefunden. Bis jetzt zumindest. GPS. So hört man das auch super selten, ne? GPS. Quasi hört man nie. Was ist eigentlich hier hinten? Noch nicht entdeckt, noch nicht entdeckt. Lass mal hier hin noch schnell. Hier längs.
solange wir hier undercover-mäßig auf der Flucht sind, ey, hier ist so viel Schrott und Bomben und Militärwaffen und wahrscheinlich irgendwo auch UFOs. Das wird nur so ein Eingang. Die Vollstrecker der Regierung ziehen sich zurück, um ihre Springerstiefel zu polieren. Ja, besser ist das. Die Faschisten hier. Die Fascho-Regierung. Na gut, jetzt habe ich hier einen Eingang gefunden, aber... Ah. Kleines Leckerli. Der habgierige Vagabund ist ständig unterwegs und sucht nach allem, was seine auszeichnende Völlerei sättigen kann. Kleines Leckerli hier noch gefunden. Oh, Albino. Immer essen. Albinos immer schmatzen. Level 39, yes. Der Bullenhai ist ein Tier mit breit gefächerten Nahrungsgewohnheiten. Alter, noch ein Pottwal? What? Wie böse sieht der denn aus? Alright. Oh mein Gott, ist die Ulti stark. Amerika ist von Schurkenwalen umgeben. Schurkenwal. Nur dieser Hai passt auf. Der Hai ist ein Held. Alter, da war einfach mal so ein Knochenwal. Der sah schon echt cool aus. Der hat einen geilen Style, finde ich. Na. Willy, lass mal gut sein. Die Folge ist auch schon wieder rum. Nebeneffekt von Projekt What? Sonnenschein. Der Knochenportwal. Oh, den habe ich doch eben gerade bezwungen. Den habe ich doch eben gerade schon komplett verwurstet. Ja gut, beim nächsten Mal gibt es dann eben noch einen. Machen wir halt noch einen zweiten Platz. Lasst mal eine klitzekleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss!